Ey, yo Leute, was geht? Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Subnautica. Ja, als allererstes, sorry dafür, dass jetzt eine sehr lange Zeit keine Videos gekommen waren. Es lag einfach daran, ja, technische Probleme, genauer gesagt, meine Grafikkarte, ja, die hat so ziemlich abgespackt, also ich konnte nichts mehr aufnehmen, gar nichts. Da sind jedes Mal die Spiele abgestürzt und so weiter. Ja, ich musste mir halt eine neue Grafikkarte kaufen, ne? Ja, mal so wie dazu gesagt, ich hatte ja vorher eine GTX 680 oder 660 Ti Boost mit 1 GB RAM. Ja, und jetzt habe ich mir eine 1060 gekauft, Overclocked-Version, ne? Mit 6 GB RAM. Ja, könnt ihr oben schon sehen. Mal eben so 60 Frames, jetzt hier, war gut, jetzt hier im Menü. Ja, jedenfalls, es sind einige Updates hinzugekommen. Das letzte Update war hier Castle and Coffee Update. Zum einen, die Secondary Facility ist jetzt drin. Na ja, gut, da unten steht's ja auch. Ah, ne, steht's nicht. Naja, jedenfalls, das ist die Secondary Facility unten in Lava Biome. Die Videos mache ich nicht an. Lava Castle Precursor Base. Das ist die ja. Aber das ist normalerweise die Secondary Facility, wo man ja normalerweise die Koordinaten haben müsste. Jetzt kann man Ionen-Powerzellen herstellen. Oder sollte man? Ne? Mit diesen Ionenkristallen. Es gibt jetzt die Kaffeemaschine, die man sich bauen kann. Also am Fabricator. Die Graph Sphere, die Fische. Und ich denke mal auch Gegenstände anzieht. Und verschiedenste Items wie die Sporttasche, den Biohazard Mülleimer. Und dann gibt es so eine Airblader, so ein Luftsack, wo man schneller aufsteigen kann. Oh, Skip Time! Sie haben es endlich mal hingekriegt. Okay, das habe ich im Video nicht gesehen. Das haben sie im Video nicht gezeigt. Naja, jedenfalls einige Updates sind hinzugekommen. Die anderen Updates finde ich jetzt gerade nicht. Ne, ist jetzt auch schon etliche lange Zeit her. Aber jedenfalls, ihr könnt es jetzt sehen oder habt es gerade gesehen hier. Ich habe jetzt mal die Einstellung auf High, also auf Höchste laufen. Oh, und ihr seht es ja, also. Ne, wo er vorher so rumgestottert hat, ne, das ist wirklich schon merklich, dieser Unterschied. Ne. Ionenzellen. Können wir ja gleich mal gucken. Oder gucken wir mal anders. In den Bauplänen. Ach so, ja. Und die Zeichen sind ja jetzt drinne. Na. Wo man jetzt ganz genau unterscheiden kann, wo ist was. Normalerweise müsste das U-Boot denn hier auch auftauchen. Wenn man ein bisschen weiter weg ist. Oder hier die Seemotte. Na. Jedenfalls, die kann man denn hier einstellen, kann man den auf verschiedenste Farben geben, ausblenden. Ne? Könnt ihr jetzt sehen, die Rettungskapsel ist weg. Hier kann ich wieder einschalten und so weiter. Ne? Dann kann man halt auch den Klamotten verschiedene Farben geben. Zum Beispiel hier Seemotte, sagen wir mal. Ja, doch, lassen wir mal blau. Zyklop-Rot. Und machen wir dann dem Sean grün. Die Basis. Naja. Alter, sie grau, das sieht man so ein bisschen schlecht, ne? Machen wir unsere Basis gelb. Ne. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter weggehe. Ich weiß nicht, ob das noch reicht. Ja, jetzt könnt ihr das sehen. Jetzt ist die Signalboje gelb. Ne. Ja. Ja, jedenfalls, jetzt wird es wieder Videos geben. Auch mit, da denke ich mal, doch schon ziemlich guter Qualität. Jetzt könnt ihr auch sehen hier, jetzt bin ich draußen unter Wasser. Apropos Skip Time, können wir ja gleich mal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Welcome Ne? aboard, Captain. Wenn ich das Bett noch stehen habe, heißt das. Ja, doch, habe ich. Das überhaupt mit diesem Bett funktioniert. Tatsache. Haha. Okay. Liebe Entwickler. Also das hat wirklich gefehlt in diesem Spiel, dass man mal halt die Nacht überspringen kann. Hä? Und schon, wie ein Wunder, ist es Tag. Achso, wo will ich denn hin? So. Okay.
Ah, jetzt könnt ihr es auch sehen hier. Ja, der Prawn grün. Nee. Simonte bleibt grau, blau. Warte mal, bevor ich losgehe, noch mal ein bisschen was futtern. Habe ich das Messer noch drin? Ja, habe ich. Ich will zum Bloodcave-Biom. Und was ich halt im letzten Part da gesagt habe. Ne, ich will ja mal so ein bisschen. Aufnehmen solltest du eigentlich nicht, aber egal. Linke Maustaste essen. Ach, wir haben ja noch so einen Nährstoffblock, sehe ich gerade. Ja, ess mal den doch. Trinken noch ein bisschen was. Eva zum Bloodcave-Biom. Ne? Jetzt bin ich am Überlegen. Kurz mit der Seemotte hin. Das weiß ich gar nicht. Was habe ich denn alles drin? Achso, ich wollte ja gucken wegen den Ionenbatterien. Gut. Kann ich ja kurz gucken. Ob die jetzt drin sind. Oh. Gut, ich weiß, es würde schneller gehen, wenn ich jetzt am Fabricator direkt gucke. Ja, der ist auch neu, glaube ich. Ja, der war jetzt auch neu hinzugekommen. Der Verkaufsautomat kann man sich jetzt am Fabricator bauen, glaube ich. Ja, müsste am Fabricator sein. So, mal gucken. Da. Wo ist es denn jetzt? Das sind ganze Fische. Ich sehe es gerade noch nicht. Hier ist die Schwerkraftsphäre noch drin. Kann natürlich auch sein, dass man die erst finden muss. Nee, also ich habe sie jetzt nicht drin. Ja, wie gesagt, kann natürlich auch sein, dass man sie erst noch finden muss. Naja. Gut. So, jedenfalls, wie gesagt, ich will mal kurz noch zu... Ja gut, das kennen wir ja. Nachladeruckler, wenn neues Gebiet betreten wird. Ja, können wir ja gleich mal austesten, wie das jetzt aussieht mit den Abstürzen. Die ich vorher mal gehabt habe. Eieieiei. Ja, trotzdem, hier in dem Gebiet. Dann fängt er dann doch ganz schön an zu stottern, ne? Gut, ich muss halt sagen, ich habe jetzt auch nicht unbedingt sehr viel mehr, also sehr viel länger gespielt. Oder überhaupt noch gespielt, seit ich die neue Grafikkarte drin habe. Ich habe nur mal ganz kurz reingeguckt, wie es aussieht. Vor allem hier maximale Grafikkarte und so weiter, maximale Grafikeinstellungen. So, ja, normalerweise müsste die Energie doch da hinten sein. Ja, jedenfalls, ich will mal kurz ins Bloodcave. Wegen Ben Sol. Ich hatte ja gesagt, wir wollen uns mal den verstärkten Taucheranzug herstellen. Eieieiei. Oh, hier geht er aber dann doch ganz schön in die Knie, Na, diese Performance-Probleme, oder... Das haben sie immer noch drin, dass das halt nicht so ganz... ...richtig gut läuft. Und was wir halt auch noch machen könnten, wäre... Aber in den Wrack müssten wir eigentlich schon drin gewesen sein. Das war ja das Wrack auf dem Weg zur Insel. Ja. Da war man schon drin gewesen. Ja, aber trotzdem, den Unterschied merkt man von der alten Grafikkarte zur neuen. Wir könnten ja auch nochmal kurz in die Precursor Base reingehen. Vielleicht kriegen wir denn das Signal auch von der Secondary Facility. Eieieiei.
Das ist schon heftig hier hinten, ne? Nur das ist aber halt so, ne? Wenn das Spiel neu geladen hat. Ja, muss er erstmal die ganzen Gebiete neu laden. Eieiei. Naja. Hier komm. Naja, oben in der Ecke seht das ja. Das ist ja jetzt auch die Bild vom Januar 2017. Ja, könnt ihr mal den Unterschied sehen. Ja gut, die letzte Folge, die hier vorkam, die hatte ich ja noch in der letzten Aufnahmeseason mit der alten Grafikkarte aufgenommen. Ne? Weil ich ja unbedingt halt noch so ein bisschen weiterbauen wollte. Hatte ich die Folge halt noch aufgenommen. Ja doch, das hat ja jetzt doch ein bisschen länger gedauert, ey, das Nachladen hier. Das ist schon heftig. Ja, aber das ist wirklich richtig praktisch, ey, dass sie das endlich drin haben, dass man die Nacht überspringen kann, ey. Ist zwar auch schön, dass man in der Nacht mal so ein bisschen bauen kann. Okay. Ich wollte gerade nur mal gucken, weil ich hatte bei Valkyrie, hatte ich mal diesen Bug gesehen. Da hat sich die Kanone in der Endlosschleife jedes Mal bewegt. Ne? Naja. Okay. Aber ich wollte ja kurz zum Bloodkelp eigentlich. Oder wir könnten wirklich mal nochmal kurz reingehen. Na ja, komm, machen wir das erstmal. Und dann gehen wir halt im nächsten Part schnell zum Bloodkelp. Wo war denn jetzt der Eingang? Da unten. Naja. So. Wie gesagt, hier kurz nochmal rein. Und mal gucken. Normalerweise müsste es jetzt hier eigentlich, glaube ich, sogar ein paar neue Datenterminals geben. Und zum anderen halt auch so neue Ionenkristalle. Aber ich glaube, der funktioniert immer noch nicht, soweit ich weiß. Nee, der funktioniert immer noch nicht. Ich denke mal, im nächsten Part werden wir dann wohl... zeige ich euch mal den anderen Teleporter. Oder den einen Teleporter. Hier ist nichts Neues großartig. Ja, ein kleines Stückchen länger mache ich noch, damit wir schnell mal hier durchgehen können. Ach, hier ist auch ein neues Artefakt. Wo ich das eigentlich schon habe, aber naja. Gut, ist... Ach, guck an. Da oben ist jetzt auch auf einmal wieder zu. Ja, dann hat sich das resettet. Alles hier. Deswegen, ja. Gut, sind ja jetzt auch so ein paar neue Inhalte hinzugekommen, ne? Zum einen, dass man jetzt halt die Ionenzellen bauen kann, ne? Gut. War nichts weiter, trotzdem. Ich erwarte ja eben doch, dass da unten irgendwie mal. Naja. Dass da unten denn halt noch was ist. Naja. Ich gehe mal kurz ran, mal gucken, ob dann irgendwas Neues kommt. Na, das kennen wir ja alles schon. Könnte ich mal gucken, ob ich den nochmal scannen muss. Nee. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal oben rein.
Na trotzdem, von der Performance her, also es geht. Es stottert zwar ab und zu mal noch so ein bisschen. Ja, ich weiß, Fallschaden. So, da komme ich ja jetzt von der Seite nicht rein. Da muss ich hoch. Ja. Oder liegt hier noch irgendwo einer? Ja. Gut, dann gehen wir kurz oben noch mal reingucken, dass wir das Datenterminal vielleicht noch mal durchgehen müssen oder so. Naja, ich hoffe jedenfalls, dass sie das mit dem Bug erledigt haben. Na. So. Ich glaube trotzdem, die sind weiterhin nutz, also nicht wirklich von Belang. Gut, dann gehen wir mal oben gucken. Gut, ist klar, mit der Sunbeam, ne, das haben wir ja jetzt schon erledigt. Na. Gut, das klappt jedenfalls noch. Das klappt jedenfalls. Dachte ich mir nämlich schon, dass jetzt hier oben auch wieder zu ist. Aber da wissen wir ja auch schon, wo der Schlüssel ist. Nee. Noch weiter hoch. Salz. Oh, jetzt stottert es aber gerade wieder so ein bisschen. Einfach die Performance-Probleme scheinen sie doch gelöst zu haben. Also, es stottert jedenfalls nicht mehr so, aber es kann auch an meiner neuen Grafikkarte liegen. Ja, das ist ja nicht auszuschließen. Naja. Ja. Mal rein da. Den Ionenkristall nämlich auch holen. Ja gut, ich weiß nicht, ob Ionenkristalle denn halt immer wieder kommen hier. Ne? Ah, seht ihr? Das ist nämlich hier ein neuer Datenupload. Oh. Der aber nicht wirklich was ausgelöst hat. Na gut, wo ich jetzt drauf hoffe, dass ich jetzt halt nicht deswegen jetzt extra neu starten muss oder so. Aber normalerweise nicht. Jetzt haben wir noch mal jeweils zwei Ionenkristalle. Noch mal einer. Noch mal ein Datenupload. Aber der scheint nicht wirklich was auszulösen. Ja. Ja, und da ist ja nur der Fahrstuhl. Naja, Leute. Ja. Kann ich nichts weiter dran ändern? Nee. Naja. Die Sonne geht schon wieder unter. Jetzt habe ich natürlich kein Bett hier. Nee, müsste ich mal im Fabricator gucken. Ob's da jetzt irgendwie Ionenbatterien gibt, die ich herstellen kann. Also wie gesagt, ich hoffe jedenfalls, dass wir keinen Neustart machen müssen deswegen. Na ja gut, machen wir das so in den nächsten Part. Da gehen wir mal zum. Gut, finde ich den so schnell? Ja, doch, eigentlich schon. Gehen wir mal zum Teleporter. Damit ich ihn euch mal zeige. Ja, jedenfalls, Leute, bedanke ich mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.